Held Krone. Jeder hat auf diese Welt gewartet, so auch ich, um zu zeigen, dass bald dieses Projekt zu Ende ist. Wir haben hier noch 3 Level vor uns und 2 davon werden wir heute, ja, in den Fokus setzen, denn die Champions Road, die wird natürlich eine eigene Folge sein. Hier haben wir zuerst noch ein Stempelhaus, den wir natürlich auch noch besuchen sollten. Hier in diesem Stempelhaus ist ein roter Pixel Luigi, roter Pixel Mario. By the way, hier ist wieder ein Pixel Luigi, der ist immer und immer wieder dort zu sehen. Und somit willkommen zu einem neuen Part. Super Mario 3D World, um genau zu sein, den zweitletzten. Ich habe mir gedacht, ich beginne zuerst mit Captain Toads feuriges Finale, bevor wir ins Rätselhaus stürzen. Ich habe mir ein Sandwich und Blaubeeren bereit gemacht. Ja. Also ich bin sehr gut ausgestattet, was die Lebensmittel angeht. Und hier haben wir eins wirklich anspruchsvolleres Level. Ich glaube, man kann sogar irgendwie die Feuerblume killen. Ich glaube sogar, er weiß wie. Wenn sie versucht, gerade den Feuerball zu werfen. Ja, komm. So. So könnte man ihn umbringen. Und dann ist das Level vollkommen easy. Ihr müsst euch keinen Druck mehr machen. Absolut gar nichts mehr. Das kann ich euch sagen. Ihr müsst einfach nur aufpassen, dass ihr nicht in die Lava fallt. Ganz, ganz wichtig. Fallt nicht in die Lava. Und jetzt muss man hier ganz schnell sein. Rennen. Ja, gut. Man wird dann hier auch ebenfalls dann noch Plattformen haben, die man aus der Lava nehmen muss. Also ich glaube, irgendwo müsste hier eins sein. Genau. Aber ich gehe jetzt hier wieder auf Save Point. Und den müssen wir deaktiviert haben eigentlich. Und danach sofort aktivieren, wenn wir drauf sind. Und das jetzt. Genau jetzt. Jetzt hier drauf. Und da kann absolut nichts passieren. Ich nehme mir wieder eine Waldbeere. Geht mir ein bisschen einfacher, als ein Biss von einem Sandwich zu nehmen. Oh mein Gott. Ich hoffe, die bleiben ausgefahren. Ui, Mini. Oh mein Gott. Okay. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Herzrasen, aber alles okay. Irgendwo, genau hier. So. Hier kann man den Stempel einsammeln. Und das vergisst man relativ schnell, wenn man diese Piranha umbringt. Sonst muss man sich Damage boosten und das ist nicht das Ziel. Und hier kommt man zum letzten Grünstern. Und jetzt heißt es nur noch Schmerz. Ah, und Captain Toad bekommt hier seinen eigenen Stempel. Das letzte Captain Toad Level ist geschafft. Captain Toad freut sich. By the way, würdet ihr euch irgendeinmal freuen, wenn ich mal ein Captain Toad Treasure Tracker Let's Play mache? Ich frage nur so. Das Spiel habe ich nicht, aber ich könnte es mir kaufen. Irgendeinmal. Marathon im Rätselhaus. Ich muss mir zuerst aus Beruhigung ein Sandwich nehmen. Ein geiles Schinken-Sandwich. Gehen wir sterben. Luigi ist, glaube ich, eine gute Wahl. Ich habe Angst. Ich habe richtig fette Angst. Oh mein Gott, nein! Hilfe! Oh mein Gott! Es fängt schon so an. Ich glaube, ich sollte mir Power-Ups holen, um ganz ehrlich zu sein. Vor allem... wenn ich nicht mal den ersten Grünstern hinbekomme. Hey, nur noch 29. Jetzt flippen wir auch. Okay, hier muss man relativ schnell sein. Also ihr müsst davon ausgehen, es wird definitiv nicht der First Try. Es ist schon der Second Try. Ah, genau.
Ja. Oh mein Gott. Ich dachte, ich würde hier schon versagen, aber... Ah, nein. Ich dachte jetzt schon, man bekommt hier keine Feuerblume, wenn man klein ist. Außer der Betrug. Alter. Ah, okay. Man muss jetzt einfach hier überleben. Und ich hätte gehofft, ich würde die Feuerblume noch behalten, aber da halt nicht. 5 haben wir geschafft. Wo war er? Ich glaube, er war hier. Genau. Okay, bis jetzt geht es. Ich hoffe, dass er irgendwo ein Item sich befindet, aber... Er sieht sehr schlecht aus. Ja, Junge. Ja, die Gumbas, die sind mein Overkill. Oder? Oh! Ich weiß es schon jetzt, dass ich nicht durchkomme. Let's go. 8 grüne Sterne habe ich. Oh mein Gott. Was ist denn hier? Komm. Hey. Ich muss hier ein paar Waldbeeren essen, echt. Ich sehe komplett hoch. Ich habe so einen richtigen Druck. Und ich weiß ganz genau, dass ich ihn abkratzen werde. Früher oder später. Okay. Okay, der ist easy. 10. Oh, ja, hier werde ich abkratzen. Definitiv. Außen. Mitte. Alter, das ist so ein guter erster Versuch. Geh mal rein. Hallo? Junge. Oh, hier gibt es eine Katzenglocke. Sehr schön. Komm, Luigi. Okay. Oh, jetzt muss man hier einfach schnell sein. Das sollte eigentlich auch ein kleines Problem sein. Und ich dachte mir... Hier wäre noch eine Katzenglocke. Hey, es sieht gut aus im Moment. Ein bisschen Sandwich und noch ein bisschen Waldbeere. Ich bin richtig unter Puls, richtig unter Druck. Ich weiß nicht mal, wenn ich das letzte Mal so gut war. Oh mein Gott, nein! Nein! Früher oder später war es klar. Okay, man sieht sich, wenn ich wieder so weit bin. Was? Luigi? Ist das dein scheiß Ernst? Schon wieder hier? Also ich sage euch, dieser dritte wird immer mein Kill sein. Also richtig. Ich meine, 1 und 2, das ist relativ simpel, alles easy und so. Aber sobald ich zu 3 komme, habe ich ein richtiges Problem. Schaut. Also ich schaue jetzt. So. Sehr schön. Also jetzt lief es schon ziemlich gut. Wollte ich sagen. Okay, jetzt muss ich die Feuerblume nehmen. Einfach aufpassen, dass ich... Einfach. Ich bin gespannt, ob ich es überhaupt heute schaffen werde. Oder ob ich mehr Zeit benötige. Ich nehme mir lieber diesen Damage Boost ein. Sicher ist sicher. In welchem Raum weiß ich jetzt nicht. Okay, dieses hier, das habe ich mir auswendig gelernt. Waldbeere. Weiter geht's. Och nee. Und er macht meinen Kill. So. Sehr schön. Der hinterste ist es. Ja, was machst du? Was machst du, Luigi? Luigi! Alter Luigi. Okay, der ist easy, der ist richtig easy. Also einfach hier die Nerven behalten, unbedingt. Keine Ahnung, ich bin wahrscheinlich bei 10. Oh, jetzt den schon wieder. Nein! Alter Junge.
Treffer. Let's go. Jetzt kommt wieder die Schlittschuhpassage. Ah nein, doch nicht. Hier kann ich einfach hochklettern, das ist mir zu blöd. Okay, nachdem kommt die Schlittschuhpassage. Denke ich jetzt zumindest. Genau. Okay. Hier. Dann da. Dann Mitte. Let's go. Gehen wir da rüber. Aktiviert es doch. Oh. Oh. Oh mein Gott. Ey. Mein Puls. Hab mir extra Zeit genommen. Hab mir extra für dieses Level Zeit genommen. Und das ist halt auch richtig easy eigentlich. Aber jetzt habe ich Angst. Jetzt kommt die Beatbox, ne? Und... Oh. Hier gibt es noch eine Katze, glaube ich. Genau. Okay. Wir haben jetzt bald die Hälfte. Was war das? Okay. Sie. Ganz entspannt. Oh. Hälfte. Okay. Oh, warte, hier ist sogar vorausgesetzt, dass man eine Katze hat. Wie böse. Aber hier sind auch keine Katze. Ich muss mir eigentlich die Katze nach vorne nehmen. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Let's go. Ich mache es einfach so. Das ist mir egal. Let's go. Ich habe wirklich richtig Angst. Walnbären müssen retten. Zittern, verdammt. Nein! Nicht die Katzenglocke! Oh mein Gott. Komm. Weg. Komm. Oh. Noch 10. Okay, komm. Komm. Oh mein Gott. Okay. Oh no. Oh no. Nein, ich hatte noch Speed. Mein Gott, nein. Nein. Let's go. Ich glaube, hier habe ich versagt. Nachdem. Bin mir nicht ganz sicher. Ah, ne. Was kommt jetzt noch? Okay. Was kommt jetzt, glaube ich. Oder? Ah, ne, doch nicht. Sehr schön. Dann müsste es jetzt kommen, glaube ich. Exakt. Okay. Oh mein Gott. Nein. Oh no. Please, no. Let's go. Okay, noch sieben. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. So. Oh. Noch 6. Okay. So. Noch 5. Bitte. Sei das der letzte Try.
Okay, einfach überleben. Oh Gott. Okay. Okay. Noch drei. Noch zwei. Das ist es. Wenn das es nicht wird. Junge. Das ist es. Das ist es. Ich hab's geschafft. Boom, Alter. Boom. Oh mein Gott. Wir bekommen den Sternstempel. Let's go. Let's go. Eine halbe Stunde habe ich gebraucht. Oh ja. Yeah. Ja, noch mehr. Komm, noch mehr. Uns fehlen nur noch drei Grünsterne. Und das sind eigentlich nur noch von dieser eine Welt. Der Weg der Champions. Wie viele Stunden ich brauchen werde, habe ich keine Ahnung. Man hört sogar das Herz klopfen. Boah, ich bin mega, mega erleichtert, dass ich es geschafft habe. Ich bin, glaube ich, noch nie gestorben. Doch einmal bin ich gestorben. Wow. Boah, ihr könnt euch darauf etwas gefasst machen, was im nächsten Part kommen wird. Boah. Aber ich bin recht überrascht, wie schnell es ging. Nur 36 Minuten Rohaufnahme. Ist so strong. In diesem Sinne, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch diesen geilen Shit nicht mehr. Und man sieht sich im nächsten Part, wenn wir Free T-World abschließen. Für ein und alle Mal.